So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part. Part 70, ja, ich habe mir das diesmal gemerkt von Let's Play Life a Dream. Alter, 70 Parts, unglaublich, dass ich das durchgehalten habe, ja. Ja, freut mich aber, dass es euch noch so gefällt. Ja, wir steuern ja schon auf die 100 zu, ja. Auf dem besten Weg, auf die 100 Parts und auf die 100 Abonnenten. Ja, hammermäßig geil von euch. Gut, ich weiß schon ungefähr, was ich in diesem Part machen will. Ich habe mir mal so im Voraus ein paar Gedanken gemacht. Und zwar dachte ich mir, ich versuche ein bisschen Geld reinzubringen. Ja, einfach aus dem Grund, da wir wissen, durch die, wie nennt sich's? Es nennt sich Autoführerscheinmacherei, haben wir ziemlich viel Geld verloren. So ungefähr 3x 6.500, sowas und den Dreh kostet der Autoführerschein. Und naja, das müssen wir jetzt irgendwie wieder reinholen. Außerdem seht ihr gerade, ich habe nur 3.966. Das liegt daran, dass das hier gerade der dritte Versuch ist, das Video aufzunehmen. Weil sich die Begebenheiten gerade etwas verändert haben und nicht so jetzt etwas mehr Zeit habe. Ich dachte eigentlich, ich muss jetzt ein Infovideo machen, damit ich keine Zeit habe, heute ein Video zu machen. Heute ein richtiges Let's Play-Video zu machen. Beziehungsweise, dass in den nächsten Part auch nichts kommt, in den nächsten Tagen. Aber das stimmt nicht, ja. Es läuft weiter wie gehabt. Zum Glück habe ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit rausschlagen können. Und Life a Dream wird weitergehen. Ja, und das ununterbrochen. Auf jeden Fall mäßig geil. Seit Part 40. Ununterbrochen. Jeden Tag. Mit höchster Verspätung von 30 Minuten. Kann einiges. Wo renne ich denn hin? Ich will zu meinem Auto. Ja, was ich mir auch mal in den letzten Tagen mal für Gedanken gemacht habe, ist so allgemein, ja, diese. Hui, das ist laut. Diese allgemeine, immer dieses. Oh, ich habe so wenig Abonnenten. Ja, ich hätte gerne mehr Views und so. Ja, da bin ich jetzt zum Glück keiner von den Kandidaten, der die ganze Zeit am Meckern ist, die ganze Zeit sich nur denkt, oh Gott, diese großen YouTuber hier, 1 Million Abonnenten, das will ich auch schaffen. Ja. Ne? Habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht, was man dazu sagen könnte. Und da gibt es wirklich einiges, ob ihr es glaubt oder nicht, ja. Und zwar, auch viele YouTuber, die jetzt vielleicht auch nur, in Anführungszeichen, nur mit den hier Größen auf YouTube verglichen, ist das ja wirklich wenig. Sagen wir mal, 5.000 Abonnenten haben. Gibt es ja auch, die dann immer sagen oder die sich denken, ach nein, ich hätte viel gern mehr Abonnenten. Oh ja, ich bin so schlecht, ich habe so wenig Abonnenten oder meinetwegen schon mit 100, 200, ja. Und naja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Überlegt euch doch mal, wie das eigentlich ist, wenn jetzt hier jemand, sagen wir mal, mit 1.000 Abonnenten sagt, ich möchte mehr Abonnenten. Ich meine, natürlich, mit den YouTube-Größen verglichen, mit den YouTube-Größen hier, Kronk, Sarazar, Pizmeet und so, das ist natürlich jetzt kein Vergleich, ne? Kann man auf gar keinen Fall vergleichen. Aber die hatten auch extrem viel Glück, muss man sagen. Ne? Das ist nicht entstanden dadurch, weil die so extrem gut sind. Es gibt auf jeden Fall YouTuber, die mindestens genauso gute Videos machen wie die, aber eben nie dieses riesige Glück hatten, an so viele Abonnenten einfach zu kommen, ja. Die gabbeln dann halt immer dabei 100, 200 Abonnenten rum und ich meine, groß was ändern kann man auch nicht, außer eben versuchen, den Usern das zu geben, was sie wollen. Natürlich ohne dabei selber den Spaß zu verlieren, das ist ja allgemein immer noch das Wichtigste auf YouTube, weil, ja, die Abonnenten merken das sofort, wenn man keinen Spaß hat und dann, ja, macht das auch nicht so viel Spaß zu gucken. Kenne ich selber aus Erfahrung, wenn mal ich ein Video von YouTubern gucke, die gerade keinen Spaß auf einem Video hatten, aber trotzdem eins aufgenommen hatten. Ja, genau, aber was ich damit sagen wollte, eigentlich ist, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Überlegt euch doch mal, oder ganz ehrlich, ne? Wenn ihr jetzt vielleicht auch selber YouTube macht und sagen wir mal 30 Abonnenten habt, ne? Das ist ja jetzt relativ wenig, sage ich mal. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Stellt euch jetzt mal einfach so 30 Leute vor. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die Welt, ja? Aber 30 Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, nur euch zuzuhören, ich meine, so schlecht ist das doch gar nicht, oder? Ne? Ich glaube, man hat da allgemein so falsches Denken drin. Durch die großen YouTuber. Weil die eben viel mehr haben. Ich meine. Und jetzt bei mir, 85 Abonnenten, ne? Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass einfach irgendwo 85 Leute da sind und. Ja, die sich darüber freuen, dass ich hier YouTube-Videos mache. Das ist für mich ganz ehrlich unvorstellbar. Oder so ziemlich unvorstellbar. Dass irgendwo auf der Welt 80 Leute sich das gerne angucken. 85, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist eigentlich eine Riesenzahl. Stell doch mal vor, es stehen einfach 85 Leute vor euch, ja?
Darüber übrigens, Hames, ich vielen Dank an euch, ja. Hätte ich nie gedacht, dass ich das erreichen werde. Also, ich verstehe auch oft dieses Geflame nicht von YouTubern, die dann immer sagen, ja, ich will mehr Abos haben, das ist viel zu wenig. Ich meine, natürlich, ich find's auch viel besser, hätte ich mehr Abos, hätte ich mehr Feedback, hätte ich mehr Kommentare. Das wäre alles geil, ja. Aber man muss auch dazu sagen, Abos bringen auch nicht immer den Vorteil, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mehr Abos hat und jetzt sowas ist wie bei mir, dass ich jetzt denke, okay, jetzt kommen mal ein paar Tage Videos nicht, ne? Jetzt wäre das, ich denke, scheißegal. Vielleicht würden sich verdenken, auch schade, ein paar Videos nicht, ne? Aber ich müsste jetzt nicht mit irgendwelchen großen, ich sag mal, Konsequenzen rechnen. Ja, okay, jetzt überlegen wir uns mal, was passieren würde, wenn. Lass mich überlegen. Wen kann ich denn jetzt als Beispiel nehmen? Nehmen wir einfach mal das klassische Beispiel, Gronkh kommt und sagt, okay, ich habe keine Zeit, jetzt kommen erstmal keine Videos mehr. Ne? Jetzt überlegt euch doch mal, was da abgehen würde. Ne? Also ich sag's nur so, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ne? Muss man alles bedenken. So, und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, soll ich das Video nicht vielleicht doch nochmal neu aufnehmen, weil ich hier bestimmt irgendeine Scheiße gelabert habe. Und ich allgemein nicht selber damit zufrieden bin. Aber, ja, ihr bekommt das ungeschnitten. Ja, wenn ich jetzt vielleicht irgendwas gesagt habe, was nicht in den Kontext passt, allgemein auf meinen Kanal meine ich, dann, ja, muss ich damit fertig werden. Dann kann ich da jetzt auch nichts mehr dran ändern. Also, theoretisch schon, aber. Ach, das ist auch so ein Thema, wo ich mir sage, das muss doch jetzt nicht sein, dass ich das in dem Video anspreche, oder? Naja. Vielleicht gefällt euch ja solche Themen. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt angesprochen habe. Ich weiß nicht, das war jetzt einfach halt was, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Und ich dachte mir, ja komm, machst du mal ein Video darüber. Das freut doch alle Leute. Ja, und ihr bekommt euer Video heute. Oh, das war die ganze Zeit offen. Und ihr bekommt euer Video heute. Also, ich würde mal sagen, alle sind zufrieden. Ja, gut. Mehr Gedanken habe ich mir jetzt eigentlich nicht gemacht. Das ist jetzt eigentlich alles, was ich jetzt ansprechen wollte. Ich unterschätze immer die Zeit. Überschätze mal die Zeit. Nee, unterschätze mal. Oh Gott, unterüberschätzen, das ist ja auch so ein Ding. Unterschätze mal die. Nee, oder? Ach, das gibt's doch nicht. Och, das ist richtig ärgerlich. Aber wir sind in 9 Minuten Level 3, ja? Das ist richtig geil. Hier, kurz gucken, 9 Minuten, ne? Sag mir, das ist richtig. Sag mir, dass das richtig ist. Wir sind in 9 Minuten Level 3. Ja, hammermäßig geil. Ja, vielleicht. Können wir dann auch mal irgendwas anderes machen? Ich weiß nicht, ob's. Ja, wir können Paintball machen. Das heißt, nächste Folge oder übernächste Folge wird es Paintball geben. Hier auf meinem Kanal. Hoffe, ihr freut euch darauf, ja. Und guckt das Video. Und liked und favorisiert und kommentiert. Ja. Nein, ich will euch natürlich zu nichts zwingen. Ja, macht das, wenn es euch gefällt und wenn nicht, dann eben nicht, ne? Aber ich habe nichts dagegen. Gut, ja, lass mich mal kurz überlegen, was wir jetzt machen können. Ja, was auch noch so ein Thema ist, was ich mal kurz ansprechen könnte, wo ich mir dann im Nachhinein denke, warum spreche ich denn so einen Scheiß an? Warum ist es eigentlich so verbreitet auf YouTube, dieses typische Wir, ne? Ja, auch gerade, lass mal gucken, was wir jetzt machen können. Ne? Im Grunde mache ich ja alles und ihr guckt, aber es ist halt immer dieses typische Wir. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, ne? Es ist auch wirklich echt selten damit. Es gibt YouTuber, die mit die dich immer persönlich ansprechen, jetzt zum Beispiel wie ich, die jetzt eben sagen würden, dass ich jetzt hier mal etwas mache und ja, ich hoffe natürlich, dass du, ja genau du hier jetzt Spaß dabei hast. Ja, gibt's natürlich auch, ist aber allerdings sehr ungewohnt für mich. Habe ich mir mal angeguckt. Und es ist einfach was anderes, sag ich mal. Es ist ungewohnt. Ja, einfach ungewohnt. So, vorsichtig. Tankstelle, wir müssen zur Tankstelle. Oh Gott, ich bin so unglaublich verwirrt, ja. Warum macht man das eigentlich, ja? Was mir jetzt als erstes spontan einfallen würde, ist eben, um diese Videoersteller, YouTuber, was auch immer, und Zuschauerbindung etwas, ja, zu stärken, sage ich mal, dass man eben, ja, sich mit den Zuschauern gleichsetzt und nicht,
ich sag mal, jetzt sich als was Höheres als die Zuschauer darstellt. Das war das Erste, was mir jetzt spontan eingefallen wäre. Ja, allerdings hört sich das total falsch an, als wenn alle YouTuber die Zuschauer mit Du ansprechen. Ja, so wären, als wenn sie einfach da, oder so tun, als wenn sie einfach das Geilste auf der Welt wären und ja, niemand an sie rankommt. So, ist eine Tanken. Ich habe zu wenig Geld, glaube ich. Ich habe Geld für 2 Liter. Hey. So, das dürfte aber bis zur nächsten Tankstelle reichen. Wir werden außerdem hinten umfahren, weil ich habe nicht genug Geld für den Zoll dabei. Ja, 9 Liter reichen auf jeden Fall. Ja, also das wäre eigentlich was, wo man so sagt, okay, ja, lass mal so ein bisschen die Zuschauer, YouTuber-Bindung stärken. Und ich denke mal, irgendjemand ist auf die Idee gekommen. Komm, ich setze mich einfach mal gleich mit den Zuschauern an. Ich bin der Zuschauer und ja, deswegen sind wir alle ein großes Wir. Ja, das wäre eigentlich das, was mir jetzt am logischsten erscheinen würde. Ja, die andere Idee ist, jemand hat es einfach mal gesagt und dann hat es nachgemacht. Das ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich, sag ich mal. Ne? Passiert ja immer wieder. Wie zum Beispiel mit Let's Plays. Einer hat es vorgemacht, alle machen es nach. Oh, 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 oh. Alles gut. War geplant. So, da vorne komme ich, glaube ich, in was anderes rein, ohne Zoll zahlen zu müssen. Ja, ja, und schon ist wieder ein Thema vorbei. Das ist unglaublich, wie ich immer unterschätze, wie lange die Themen gehen, ja. Ich dachte mir so, ja, ich habe jetzt so ein Thema, das geht jetzt ein bisschen, ne? Da kann ich jetzt ein bisschen drüber quatschen, so die nächsten 2 Folgen, ja. Nicht ganz die nächsten 2 Folgen, aber wenigstens diese Folge. Denn diese Folge ist schon wieder vorbei, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen da, natürlich nach oben. Wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nach unten. Dann aber bitte mir auch in den Kommentaren Bescheid sagen, was euch nicht gefallen hat, damit ich das verbessern kann. Ja, natürlich auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr nicht Bock drauf habt, dann auch, ja. Ich werde jetzt mal eiskalt um Kommentare und Likes betteln. Bitte, bitte, gib mir Kommentare und Likes. Ja, bitte, bitte. Gott, und das werde ich veröffentlichen. Nein. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö. Auf den Knopf, da.